Cut vollbracht. Machen wir eben die schnelle Heilung. Waren hier stehen geblieben. Dann mache ich jetzt einfach das Durchlaufen hier mit. Wir kommen ja ganz gut klar mit dem Monster noch momentan. Da können wir uns bestimmt wieder in der neuen Stadt gut ausrüsten. Und dann sehen wir es ja. Dann müsste ich wieder. Dann level ich vielleicht 2 Stunden, 3 Stunden. Je nachdem, wie gut ich vorankomme. Miau! Wie so eine wildgewordene Katze. Ah, den als erstes. Das ist schon mal super, dass der jetzt gleich platt ist. Super. Würde ich sagen, dass mal die sich aufladen, die ja direkt mal drauf gehe. Oh nein. Edge. Ach, ich kann keine Zauber machen. Okay. Naja, dann greife ich dich halt jetzt an. Bumm, tot. Weil hier kann man so gut eigentlich ein bisschen Geld farmen, dass man halt so mit 4-5 Kämpfen sich so knapp 200-300 verdienen kann. Das ist gar nicht mal schlecht. Das ist immer wieder gut zu wissen. So, jetzt können wir gleich da drüber gucken. Hämmerlinge. Hämmerlinge. Jack Hämmerlinge. Wie sieht sie sich mit dem Hammer drehen, dass sie sich irgendwie nicht abheben hier. So. Ich wollte mal schauen. Jengis, ist der auch schon 11? Ja. Der ist schon 11, deswegen. Der ist ja nur ein bisschen im Vorsprung, weil ich ja mit meinem Hauptchar ja öfters verreckt bin. So, da muss ich durch. Vorher gibt es noch einen Fight. Da ist erstmal der Stachelhase als erstes dran. Da, oh, der hat aber noch eine Runde, darf er noch überleben. Aber nicht so schlimm für uns. Hey, greift er nochmal an. Jetzt ist er gleich als erstes, nicht Edge. So, du schon mal weg. Jetzt gehen alle nacheinander wieder kaputt. Tschüss. Nächster, letzter. Ah, Cheng ist noch, dann haben wir den auch hinter uns. Ja, ich würde jetzt einfach nur so Questen leveln und sowas. Ist natürlich ein Standard-RPG, man geht da durch, macht eben was, aber ich finde halt so die Hauptstory, die Story an sich eigentlich schon ganz geil, wie sie abläuft. Und da sind wir doch. In der Start. Können wir ein bisschen mit den Leuten erstmal quatschen hier. Mal gucken, was hast du denn hier im Angebot? Oh, eine Sense. Oh! Die will ich haben. Die beiden hier. Na sicherlich. Was fragst du uns? Schenke es für seine haben. Klar. So, verkaufen. Kauf mal den Hammer hier. Hallo, klar. Super Stuff ist das hier. So. Können wir mal ein bisschen hier Transfer. Klar, auf den hier. Transfer. Als eigentlich jetzt Pille-Palle da gleich Jessica ja bestimmt oder hoffentlich gleich ins Team zustoß. Das war da rankommen, weil ich will das schon ein bisschen sortierter haben. Ne, da können wir gleich irgendwo hier übernachten oder so, was sich auffindet. Was hast du? Gar nichts für uns? Das ist schon mal blöd. Da ist dit, da gehen wir gleich rein. Springen wir noch immer in den Brunnen rein. Können wir das? Oh. Hast aber nichts hier, ne? Jetzt springst du auch da runter, ganz ehrlich. Ganz, ganz ehrlich. Erstmal Bücher lesen. Okay, nichts Besonderes. Nö, ist ein Schiff, bla bla. Ich will Rezepte lernen. Ich will nicht angeln. Wer angelt denn schon hier? So, was kostet die Übernachtung hier in dem Reservoir? 10, ja. Steigert sich pro Stadt dann halt immer. Ah, man kriegt da bedauerhaft mehr
von den Sachen her. Ein Schrank. Natürlich reingucken. Ah, eine Fiole Weihwasser. Lässt sich bestimmt auch noch was mit anfangen. Das sind so dauerhafte Items, sag ich mal, die hier immer sind. Flügel, ja, damit kommen wir mal gut weg, wenn kein Dach über dem Kopf ist. Heilkraut auch nochmal und ein Weisheitssamen. Turbo, Turbo, Turbo. Gehen wir erstmal gucken, ob wir noch was hinten finden, ne? Da ist noch ein Haus und hier ist noch ein Leuchtturm anscheinend. Gehen wir erstmal in den Leuchtturm rein. Guten Tag. Achso, das ist die. Nö, machen wir nicht. Brauche ich nicht. Ganz ernsthaft, da hätte man hier so eine Treppe reinbauen können oder so. Keine Ahnung. Bisschen schade ums Gebäude. Also jedenfalls, bla bla bla. Warum stehen hier so im Schatten hier? Talente. Punkte für die nächste Stufe. Zwei von 10 Rängen, die mindestens 3 Punkte, okay. Das ist eigentlich auch uninteressant. Jetzt haben wir noch 2, mit denen wir hier sprechen können. Hallo? Okay, und mit dir? Auch nichts Interessantes. Dann gehen wir mal. Noch nicht dahin. Ich will erstmal gucken hier. Eine Matrose. Ah, die Seeungeheuer. Meine Güte, nimmt doch ein Schwert und Stab und boxt sie doch einfach um. Ah, dann sprechen wir jetzt mit der Tüseli. Guten Tag. Das Kräuter. 4 nur 10 pro Stück. Nee. Möchte ich aber nicht, danke. Da ist ein Armyampir. Schub sie dann Wasser. Wow, das geht. Nee. Okay. Omilein. Wenn du nichts zu verkaufen hast, dann gehen wir schnurstracks in den Turm hier rein oder in diesen Hafen. Hier sind noch mehr Menschen. Nein, ich habe da mit euch geredet. Das ist ein bisschen blöd an dem Turbo. Ah, da. Seht ihr da vorne? Da ist Jessica. Ich will aber noch eben hoch. Weil es bestimmt essen wird. Ja, die Fräulein, die wird mit uns gleich laufen hier. Na. Hast du nichts verkaufen hier? Ein Schnappes für uns oder was? Dann nicht. Dass du verkaufst dir was hier. Okay, ja, ja, ist gut. Ist gut, mein Freund. Ist gut. Ich hasse Gespräche, auch die zu lesen. Wenn er sie lesen möchte, ne, müsste er sofort Bescheid sagen. Dann mache ich wieder normal dabei. Mir geht's eigentlich nur das Hauptsächliche. So, jetzt gehen wir nach Jessica, machen wir wieder normal rein. Ah, da. Now! My apologies, Miss Jessica, for the water. Haven't you been listening? I told you I'd take. Please forgive me, Lady Jessica. There'll be hell to pay for. Is there anyone around here with half? Ah. Wenn man vom Teufel spricht. You're the travelers from the tower. Didn't I tell you to wait for me and Alex? I wanted to properly apologize to you. Well, whatever. Actually, I have a favor to ask. So, you're saying you won't let me fight the sea monster? Well, yes, but... Fine, fine. Not to worry. I've asked these sturdy men to take care of it for... Oh, well. Actually...
Stimmt, ja. Ich kann euch sagen, wo Domagos ist. Da wollen wir auch hin. Wir können eigentlich reisen. Na, sicherlich.